So Leute, wir sind wieder da im toten Weltall. Ja, Tür auf und weiter geht's. Würde ich mal... Ah, scheiße, weg, weg, weg. Geh doch weg. Was mache ich jetzt? Scheiße, Alter. Ah! Alter. Habe ich hier einen Pickel ausgedrückt, ey. Gott, kommt das hier aus dem Loch einfach rausgekrochen. Oh. Sowas mag ich ja gar nicht. Wo ist die Musik hin? Wer flüstert da immer zum Henker nochmal? Ach, Dekontamination mal wieder. So. Wo? Naja. Oh, ja, klar. Alter, habe ich mich erschreckt. Noch einer irgendwo? Nein. Alles klar, weiter geht's. Sorry, war gerade ein bisschen hektisch. Ich bin... gerade... da. Wisst ihr, ne? Totschlagargument. Da. Ja. Ich bin's, Kendra. Hallo. Sie haben mich angegriffen. Oh. Ich rannte um mein Leben. Und ich auch. Clement, er verschwand einfach. Kendra? Wo sind Sie? Schön, dass Sie quicklebendig sind, Hammond. Ich habe mich im Serverraum verbarrikadiert. Ich kann hören, wie Sie sich draußen bewegen. Ich glaube, Sie wissen nicht, dass ich hier drin bin. Ich kann mich von hier aus in alles einloggen. Ich habe mich ins Root-Verzeichnis gehackt und einige Berichte aus der Kolonie gefunden. Schon bevor sie den Planeten angebaut haben, verbreitete sich diese Geistesschwäche unter den Kolonisten. Anscheinend hängt das mit einem Artefakt zusammen, das sie auf dem Planeten gefunden haben und das sie Marker nennen. Ich werde mich weiter umsehen. Ich weiß, wo du bist und werde die Tür zum Treibstoffdepot öffnen. Von dort aus kommst du weiter in die Antriebskammer. Ja, der allseits bekannte Marker, ne? Zack, zack. So, komm. Hallo. Tür auf. Boom. Sesam, öffne dich. Ha, geht doch. Oh, ich weiß natürlich, wo wir sind. Ah, Item. Schwerelosigkeit. Nein. Egal. Halt, wir müssen nochmal zurück. Kann ich dich mitnehmen, Item? Ja, am besten so. Nee, ich würde es gerne. Ende der Schwerelosigkeit. Öffnen. Wie? Das Item ist weg. Naja, egal. Nee, wir müssen nochmal zurück. Und zwar, ich brauche mehr Munition. Ich brauche mehr Munition. Und ich muss ein bisschen Zeug ins Lager legen. Ganz einfach. Alter, mach diese verdammte Tür auf. So eine Haustür hätte ich auch gern. So richtig so boom, so massiv, Alter. So. Alles klar. Inventar, Medipack. Halbleiter, die sind nur zum Verkaufen. So. Luftkanister, Mitte. Machen wir in Safe. Luftkanister, klein, können wir verkaufen. Brauche ich nicht. Strahlmunition, in Safe. Dann Plasmaenergie haben wir gar nichts mehr. Das heißt, da holen wir uns einen Stack wieder. Strahlmunition haben wir genug. Ich lasse die Ripper... Kling und den Ripper erstmal im Safe. Den können wir nachher nochmal benutzen, weil jetzt kann ich mit dem relativ wenig anfangen. Strahlmunition, alles klar. Plasmaenergie, Impulsprojektile. So, und von dem Geld. Ich kaufe immer, wenn ich 10.000 habe, kaufe ich mir immer Knoten. Knoten bringen es immer, Leute. Leute, immer Knoten kaufen. Auch wenn sie aus Seilen sind. Nein. Solche Knoten braucht ihr nicht. Dum, badum, badum. So, jetzt. Was? Help your license, was? Also habe ich gerade verstanden irgendwie. Entry Vacuum. Ah, geil. Schwerelosigkeit. Jetzt fliegt das Item immer noch hier. So, ich spring mal hier runter. Was eine geile Aussicht. Komm, Bildschirmfoto.
Ohne. Oh. Hat nicht ganz funktioniert. Alles klar. Achso, wir müssen eigentlich. Ich spring mal darüber. Darüber? Wo muss ich hin? Ich will da rüber. Ich komme da nicht rüber. So, jetzt. Für Luft haben wir noch was, 50 Sekunden. Ja, das reicht. Hier ist auch schon Entry. Alles klar. Toll. La 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 la, einmal falsche Seite. Ende der Schwerelosigkeit. Ich bin so ein Gangster, ich lauf Wände hoch hier, lauf Bande hoch. Ja, ist ja gut, ich mache ja schon hinne. Ende des Vakuums. So. Alter! Dieses ganze Gedöns hier an den Wänden. Boah, ist das eklig. So, wo müssen wir hin? Wir müssen da lang, das heißt, wir gehen da lang. Wisst ihr, ne? Ist immer so. Weil man läuft ja immer der Mission hinterher. Oh, ein Textlook. Technisches Logbuch, organische Wucherungen, Maschinendeck. Was? Ach so, das ist diese Wucherung. Alles klar. Also, diese Wucherung sind diese komischen Gedönse da draußen, diese Gedärme, was ich meinte. Ja, wisst ihr Bescheid. Energieknoten? Yeah, geil. Drei Stück haben wir jetzt. Das heißt, bei der nächsten Werkbank gibt es ein Rig-Upgrade. Upgrade. Allah, ich kann upgraden. Falsche Generation, liebe Leute. Geilsche Generation. Tempo hier. Ah. Der Antrieb ist im Arsch. Ich kriege ihn nicht gestartet und bei dem Scheiß, der hier abläuft, deutet alles auf Sabotage hin. Ich gehe jetzt zur Brücke und dann suche ich Elizabeth. Ich muss sie vom Schiff schaffen. Hier ist es nicht sicher. Ach. Nee, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es hier nicht sicher ist. Warum ist es hier nicht sicher? Die Gromovs sind doch so freundlich, wie gesagt, ne? Die wollen nur mit uns Kaffee trinken gehen. Ganz bestimmt. So, nur ein Medipack hier. Alles klar. La 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 la. Ich stapfe durch den... Da. Nein, 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 nein. Nein, das unterlasst ihr. Ganz schön. Das unterlasst ihr. Ich höre noch so ein Vieh. Ah, da unten. Getroffen. Trotzdem sind da noch welche. Wow. Okay, 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 alles klar. Ich habe nichts gesehen. Ist der hier in dem Schleim verschwunden? Wäre natürlich ganz toll. Da, eklig. Da ist noch so ein Schleimscheiß. So. Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Außer der Tür, die... braucht gar nichts mehr. Stasepack, na toll. Brauchen wir natürlich nicht. Ja,
In den Dingern müssen nicht immer Items sein, da können auch diese kleinen hässlichen Viecher drin sein. Da, so eklig, ey. Ich könnte mir theoretisch mal ein Medipack reinziehen, aber das mache ich jetzt noch nicht. Komm, einmal muss sein, einmal muss sein. Ja. Also da muss man einen Energieknoten reinmachen, dann geht die Tür auf. Credits. Ripper-Klingenschema. Toll, hat's gebracht, Alter, hat's gebracht. Nein, das Ripper-Klingenschema wollte ich gar nicht mitnehmen. Ich leg das mal hier so in die Ecke. Komm, laden wir nochmal nach. Und wir nehmen mal die 4 in die Hand. Lolla, shit, Alter, was macht... Wir sind doch so scheiß weit weg, ey. Was geht denn da? Oh, weg, 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 weg. Nicht, dass die Mine uns wieder mit auf die Reise gibt, ey. Komm, jetzt haben wir ein Medikit verbraucht. Jetzt können wir es aber wieder mitnehmen. Aber eigentlich brauchen wir es nicht. Der Typ ist doch tatsächlich... Scheiße. Boom, ich bin der Boss. Hätte auch noch eine Mine hinsetzen können. Aber geil. Eine Strahlmunition, scheiß drauf. Komm, eine. Mhm. Achso, ich dachte gerade, warum verschlossen? Dum, 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 in Bearbeitung. Warte, wir laden das nochmal nach. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die gleich aus allen Ecken kommen. So. So. Keine Ahnung, was wir jetzt mitgenommen haben. Oh, hey. Oh, ein Robot! Schieß doch! Nein, scheiße! Nein! Und dann setzen wir mal eine Mine hin und... Komm, 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 komm! Explodiere! Sehr gut. Bam, Robert, in your face! Ne, 3 war's. Alles klar. Ha. Gibt's mir nur eine Halbleiter. Alter, ich bräuchte Muni oder so einen Scheiß. Ja. Ist ja klar. So, was haben wir denn alles für eine Scheiße im Inventar? Jede Menge. Egal, komm. Wir nehmen nur die wichtige Scheiße mit. So blaues Zeug oder so. 4 ist voll. Ist alles voll. Egal, komm. Medikit. Komm, da benutze ich mal ein kleines Medikit und hau mir dafür mittleres rein.
meine, was ist besser, ne? Und dass Isaac nicht springen kann, geht mir gerade irgendwie auf den Keks. Braucht man natürlich auch nicht. Weil hier... Achso, hier halt. Hier läufst du dann, du kannst hier nicht wieder runterspringen. Dieser Millimeter, ey. Achso, ich dachte, hier wäre einer von diesen Kisten, wo ein Energieknoten drin ist. Sehr geil. Sehr geil. Ah, ja. Zündungssequenz eingeleitet. Ah, da oben. Bitte warten, ist immer so ein Witz. Wow. Ich zimmer dir ein ganzes Magazin rein, du Nudel. Alter, kotzt der mich hier an. Können wir sogar mitnehmen. Danke, Robert, ne? Also eigentlich, nein. Antriebe werden gezündet. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich hier bleiben will. Naja, egal. Es funktioniert. Wir sind online und funktionstüchtig. Endlich ein paar gute Neuigkeiten. Nimm deine Monorail zur Brücke, Isaac. Ich bringe uns zurück in einen Biostat. Warte, warte. Wir sind noch nicht gesichert. Das Asteroidenabwehrsystem des Schiffes ist offline. Auf dem Weg nach oben müssen wir durch ein Feld mit Trümmern von den Bohrungen. Wenn wir das System nicht hochfahren, wird es uns in 1000 Stücke zerhacken. Verdammt. Ich werde von hier aus daran arbeiten. Isaac, kommen Sie zu mir auf die Brücke. Sie können hier mehr erreichen als ich. Alles klar, Freunde, ne? Und unter Extreme Danger Warning Gedöns machen wir wieder eine kleine Folgenpause. Ja, und wir haben den Antrieb angeschmissen, von daher passt das ja, ne? Also, bis dann!